Da seid ihr ja schon zurück von euren Abenteuern. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Triple Seven. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Wir machen uns jetzt an den dritten Boss des ersten Kapitels der bösen Kampagne von Galakrons Erwachen, wie auch immer. Und zwar irgendwas mit Reno Jackson, das Set. Hier. Reno Jackson, habt ihr was Nötiges, um ihn und seinen Bart einzufangen? Gatling-Magie. Passive Heldenfähigkeit, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt, wirkt ihr einen zufälligen Zauber mit den gleichen Kosten. Ja, es ist ätzend, diese ganzen Zauber abzufangen, und gegen Reno kämpft man, glaube ich, sogar mehrfach. Es ist halt einfach ätzend und dann braucht man auch wieder einen großen Diener. Ich habe halt von Anfang an immer Priester gespielt und habe in jedem Heroic Priester gespielt. Das heißt, wir bleiben bei unserem allseits bewährten Priester-Deck. Ich muss nur eben nachschauen. Gut. Ja, also wir schmeißen wieder den lebendigen Drachen Odem raus, den wir auch vorher drin hatten, und nehmen dafür diesen Heißluftballon. Wie hießen der genau? Da. Ach, der hieß sogar Heißluftballon. Ja, Standard Priesterdeck. Ich guck trotzdem nochmal just in case nach. Was haben wir hier? Sieht so 0815 aus. Er ist auf jeden Fall mein Standard-Priester-Deck. Also ich habe immer zwischen Standard-Priester-Deck und umgeänderten Deck gewechselt. Sprich, hier waren ja dann noch andere Karten ausgegangen. Ich glaube, verkehrte Welt war raus. Dafür waren Schattenvisionen drin. Und noch zwei Karten waren raus. Dafür war... Ah, der Lichtbrunnen war raus. Dafür war bei Chenvala irgendwas anderes drin. Ist ja auch wurscht. Ja, hier auf jeden Fall die beiden Feuertypen raus, den Heißballon wieder, Heißluftballon wieder rein. Ja, ich wiederhole mich, aber also in den alten Folgen war es auch so. Trotzdem, wenn es jetzt nur um den Boss hier geht, Kreis der Heilung, Reno macht so ficken viel Schaden und an ihm so ein bisschen, kann man sich gut gegenheilen, kostet kein Geld, kein Geld, kein Mana. Alle werden geheilt, das heißt, wenn man Gegner auch noch mitheilt, kann man da auch noch ein paar Synergie-Effekte für sich rausholen. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass man Gegner gegenheilt und wieder nicht tot kriegt. Stille, er hat ein paar ätzende Gegner, die man ja stilllegen muss. Verkehrte Welt nehme ich jetzt hier als einfach weiterhin mit. Kann einem den Sieg verschaffen, indem man einen sehr lebensstarken Diener, der wenig Angriff hat, einfach mal wechselt und den letzten Hit macht oder... auch ein Gegner, der 0 Angriff hat, einfach mal auf 0 Leben sitzt und dann stirbt er gleich mit. Der Heißluftballon, der bewacht sich halt selber, kostet nur 1 Mana, kann man nichts mit falsch machen, inneres Feuer, alles was viel Leben hat, hat dann auch viel Angriff, ist geil. Die Klerikerin, wir müssen viel heilen, weil Reno, wie gesagt, überall seine Laser hinschießt, das ist zum Kotzen. Da heilt man viel gegen, kann man viel Karten rausgewinnen. Die Lichtwächterin, durch das viele Geheile wird die relativ schnell, relativ stark. Ist halt sehr offensiv, hat wenig Leben. Muss man vorsichtig sein, sollte man möglichst wenig buffen, nur wenn es nötig ist. Hier Machtwortschild, Lebensbuff plus göttlicher Wille, Lebensverdopplung. Möglichst auf die mit viel Leben, also auf den Tollwir und den Klingmeister. Lichtbrunnen, kritische Karte, benutzen glaube ich nicht viele aktuell. Ich habe nur gute Erfahrungen mit ihm, der passt halt genau in meinen defensiven Spielstil, der halt vielleicht ein bisschen langsamer ist, dafür rettet mir der öfters mal den Arsch, deswegen habe ich den eigentlich immer drin. Ansonsten alles, was stark beschädigt ist oder was eh von Hause aus sich selbst beschädigt, kann man durch den Ritualisten erstmal wieder auf volles Leben setzen. Verwundete Tollwir ist unser Tank, kostet wenig, macht wenig Schaden, hat aber viel Leben, kann hochgeheilt werden, dann ist er cool. Das gleiche mit dem Klingenmeister, nur eben als Nicht-Tank ist er so der offensive Typ dann für uns. Der wilde Pyromant, sehr viel Synergien mit Zaubern, da wir viele Zauber haben, geil. Macht immer einen Schaden an allen Dienern. Werden wir viel von Renos kleinen Magierkram los. Nicht alles, klar. Ich bin auch generell zu blöd für den, aber manchmal hilft er mir dann doch aus Apache, deswegen ist er auch zweimal drin. Ansonsten ist er für 2 Mana 3-2, kann ich immer noch was kaputt machen mit. Der Akolyt des Schmerzes kriegt fast immer 3-mal einen Schaden, das heißt, da sind 3 Karten sicher gezogen für 3 Mana, ist eine super safe Karte. Extra Arme oder Wehens Auserwählter, wie man es auch sehen will. Plus 2, plus 2. Bei dem Deck macht wahrscheinlich Wehens Auserwählter mehr Sinn, weil dann hat man plus 2, plus 4 und noch mehr Spell-Damage, dann könnte man... Na gut, hier sind die Zauber nicht so krass. Hier ist ja nicht mehr eine Holy Nova drin, deswegen sind hier die extra. Hier geht's wirklich nur ums Buffen. Ja, wir buffen uns die Jungs hoch, machen richtig Stress und haben Spaß am Gewinnen, nenne ich es jetzt einfach mal. So, raus hier. So, Reno Jackson. Ja,
ätzender Zaubergegner. Kriegt man aber mit viel Getränke in den Griff. Lange Ladezeit. Tyrande gegen den unglaublichen Reno. Den unglaublichen Reno. Kreise Heilung brauchen wir erstmal nicht. Etwas Magie gefällig? Aber Lichtbrüll von Anfang an gerade gegen. Oh, Entschuldigung, gerade gegen Renos sinnloses Umhergeballer. Macht sich gut. Was? Was? Dieser Zauberstab ist wirklich laut! Warum ist hier eigentlich den Finger? Ich kann jetzt nicht drauf zeigen, weil es ein Video ist. Stellt euch dem Licht! Gut, da ist Otto's gut, er hat 2-3, das heißt, er überlebt den einen Typen. Oh, erstmal verschwinden lassen. Nach 12 Runden sind sie wieder da. Okay, sie sind verschwunden und er ballert drauf. Na ja, gut, das ist der Effekt von seiner Fähigkeit. Im nächsten dicken Kollegen, ja, das spielt irgendeine Quest. Nebenquest, das heißt, aktuell beeindruckt er uns noch gar nicht. Ist jemand verletzt? Ich glaube, der Terry, da ist direkt mal der eine umgedreht und tot. Im Namen des Lichts. Bei 2 Angriffen, aber nur Leben heißt tot. Doch bin ich nicht tot. Fest. Und, zieht 3 Zauber. Der Tank ist weg. Und der Schaden ist weg, das heißt, aktuell sieht es gar nicht mal so geil aus. Lichtbrunnen. Überlegen. Ich will sie behalten. Das heißt, ich buff sie. Heile sie direkt. War jetzt auch nicht zu voreilig. Realität erschaffen. Realität erschaffen. Haut sich selber. Auch immer schön. So, er wird geheilt. Alles gut. Ist noch nicht voll, das heißt, wir verdoppeln hier gar nichts. Die kleinen Elementare sind aktuell keine Bedrohung. Das heißt, sie dürfen leben bleiben. Gesucht, tot oder lebendig. Und das Ebenbild ist auch eine Karte, die ich lieben gelernt habe. Ja, haut sich wieder selbst in die Frösche, das ist wundervoll. Zeit gegen Reno. Sehr, sehr viel RNG. Ganz schön nervig. Jetzt nehme ich den wirklich nur als Opfer an. Ich konzentriere mich auf ihn. Ja, mit jetzt 18, das heißt in 2 Runden ist Reno tot. Führt er in mir natürlich ein, das heißt, macht es mir noch schwerer. Haut dafür einen seiner eigenen weg. Und haut mir noch 2 Spiegelbilder auf das Gesicht. Richtig ätzender Typ. Haut wieder sich selbst. Finde ich schön. Was anderes ätzend jetzt wäre, bleiben wir nicht. Held ist noch relativ okay. Das Erdner ist eher Prio, dass er überlebt. Also der Klingemeister meine ich. Überlege ich gerade wegen Zaubersynergie. Ich glaube, da habe ich mich bei Krakwa verlesen. Genau, ich kriege nämlich das, was ich letztes Mal eingesetzt habe.
Nämlich ich krieg rückwirkend, wenn ich spiele ihn und spiele dann Zaubern, krieg alles rückwirkend. Hab nichts mehr auf dem Feld, stellt mir nichts mehr vors Gesicht. Das heißt, er ist gleich raus. Ein bisschen Quatsch machen. Da hatte ich noch Lust. Quatsch machen. Bei ihm habe ich nicht so lange probiert. So, ihn wird gekidnappt. Und wir sind durch. So. Ja, das war Reno Jackson, der die erste von drei Varianten oder so. Also ätzender Typ, der kommt ständig vor. Ätzender Gegner, weil alles RNG ist. Das heißt, man kann 10 Runden einfach nur Pech haben und der haut einen weg, weil er random ein Schaf hat. Das kann aber genauso gut der Vorteil sein. Das ist mein. Ich habe da aber eher weniger Glück. Das heißt, wenn er so einen doppelten Zaubereffekt durch seine Heldenfähigkeit kriegt, dann bringt die auch eher ihm was. Und er trifft halt seine immer mal so mit 1-2 Schaden, die sterben aber davon nicht, während er bei mir irgendwie ja so ein Meteor extra beschwört. Naja. Das war's mit Reno Jackson. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann mit Kapitel 1, Kampf um die eisige Küste, nur auf der guten Seite. Haut rein. Tschüss.